Okay. So, Aber ich kann mich. Ja, aber. das ist verdammt nah dran. Wenn ich eine Bola habe, gebe ich dem aufs Maul. Noch das. Was hast du Bin für ich absolut bei dir. Was Finde baust ich du denn gut. hier? Warum? Was haben wir denn da schon wieder? Ja, wir haben schon wieder so ein fettes Tief in der Basis, ey. Ist doch unglaublich. Die Erdbeben werden wieder mehr. No. Ja. Und ich bin definitiv gleich überladen. Yay! So, wie sieht's bei dir aus? Ich bin ein Pilzekopf. No. Ach Mensch. Ja, und ich schleiche lang, weil ich voll bin. Aber warte mal. Ich kann ja die Hälfte wegwerfen. So. Und? Die andere Hälfte kann ich anziehen. Ach so, oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Hallo. Na, du dickes Ding. Trampelst du wieder rum? Ja. Toll. Okay, der Ravager mag anscheinend kein Wasser. Weil er dir nicht ins Wasser folgt, oder? Ah, okay. Dann muss ich ihn da irgendwo in die Ecke locken. Ja. So. Ich würde sagen, ich regle das oben mit dem Ravager noch. Und dann können wir für heute auch aufhören. Langsam. Jo. Das klingt nach einem Plan. So. Oh. Ich habe ihn weggelockt. Alles gut. So. Der Weg ist frei. Zero hat jeden Sehr Pilz: schön. Steinpilze, Fliegenpilz, Fußpilz. Okay. Was? Völlig random. Ach ja. Ja, weil du in Pilze gelaufen bist. So. Ach, siehst du, jetzt kann man ja das verdorbene Fleisch immer schön austauschen. Das finde ich gut. Also immer das verdorbene Fleisch rausnehmen von den Raptoren und dann dem Skorpion geben. Naja, irgendwann Klingt haben voll wir einen gut. Futtertrog, da können wir da alles reintun. Ja. So. So. Gut. Mein Plan jetzt: Leiche wiederholen, zum Ravager hochgehen und den abholen und dann zurück. Ne. Ah, da bist du. Und dann im nächsten Stream werde ich den Ravager da hinten töten, den ich angelockt Ja. habe. Das klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Aber dann brauche ich wahrscheinlich deine Hilfe dafür. Nein. Darf ich den Raptor mitnehmen? Nein. Aber ich will eine Armbrust. Ja, nimm Raptor mit. Ich kann ja neue zähmen. Ja. Ja, wobei eigentlich ist es auch egal, ob wir sterben oder nicht, ne? Hauptsache, die Ja, sind irgendwann ich werde ihn tot. halt bowlern und dann werden wir auf ihn einprügeln. Falls er da Ja. hinten aus der Ecke jemals rauskommt. Ich habe ihn richtig schön in der Ecke reingequetscht. Da ist er reingesprungen. Okay. Na, wir sollten dann auf jeden Fall das so hinkriegen, dass wir, na, sag schon, dass wir mehrere Knüppel bei haben, falls einer kaputt geht. Wir wollen ihn ja nicht betäuben. Nicht? Wir Ach, willst du ihn können. töten? Ja, oder willst du noch einen zähmen? Wir können auch den versuchen zu zähmen mit ganz vielen Knüppeln. Ja, würde ich. Hallo. Also ich meine, bei Wesse, wenn er eh gebolert ist und sich nicht bewegen kann, Ja, warum sollen wir dem? dann ziehen wir ihn. Also es sei denn, er macht so viel Schaden, dass das nicht funktioniert. Nö, wir mussten nur auf seinen Hintern schlagen, ne? Da kommt er nicht ran. Oh, nicht schlecht. Immer schön den Arsch versohlen. Habe ich auch beim anderen gerade gemacht. Hat Ja, wunderbar hast du ja funktioniert. gesagt. Ach ja, die armen Tiere werden hier von uns gequält. Ach man. Oh, hier sind neue Tiere. Ein Parasaurus, ein Triceratops. Ah! Ja, so ein Parasaurus wäre noch cool. Weißt, jetzt komme ich hoch. Und dann wacht plötzlich der Ravager auf, ohne gezähmt zu werden. Das ist ja lustig. Level 15. Ach Gott, ey, wenn wir den hier auch noch irgendwie zähmen könnten, ja.
Einfach nur, damit der stillsteht. Ja, dafür brauchen wir erstmal Betäubungspfeile. Ja, ich weiß. Naja, ich weiß gar nicht, können wir Betäubungspfeile nicht eigentlich sogar herstellen schon? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Kann gleich mal kurz gucken. Ach so. Stimmt, nee, das kann, nee, Narkosemittel. Also das normale Dings, genau, Narkosemittel kann ich, nee, alles gut. Oh, er ist schon gezähmt. Nice. Na cool. Ich glaube, Betäubungspfeile kommen, so wie es aussieht, mit Level 21. So, was haben wir denn da? Was kann er machen? Er hat irgendwie eine Plus 1 bei sich stehen. Ich glaube, das bedeutet, dass sie irgendwie im Rudel stärker sind oder so. Das kann sein. Das würde auch erklären, warum sie immer in Gruppen rumlaufen. Die Feigen. Er hat noch genau ein Fleischstück drin. Cool. Was jetzt bewegt sich dieses Ding schon wieder zu uns, ne? Krass, ey. Also wir haben irgendwas an uns, was scheinbar sehr lecker ist. So. Nein! Autsch. Ich komme nach Hause. Yay! Finde ich super, dann kann ich nämlich hier den letzten Baum fällen und dann langsam nach Hause kommen. Ich habe einfach in der Zeit, wie du hier schon mal auf der Jagd warst, ein bisschen Holz und Stroh zusammengesucht. Naja, wieso nicht? Alter, das Ding ist genauso groß wie ein Raptor, Alter. Was? Ja, die Hyäne? Der Ravager, ja. Cool. Größer sogar, Alter. Auf den zu reiten wäre bestimmt geil. Oh ja, das wäre richtig cool. Hast du ihn mitgebracht? Ja, ich guck mal, wann können wir so einen Ravager reiten? Ravager. Wo guckst du jetzt? Internet oder was? Nö. Und wie willst du das ohne Internet sehen? Ich such bei den Enneagrammen 47. Ach Gott, das dauert ja noch ewig. Na, ja, geht. Dann kannst du mal sehen, wie stark der ist. Mit 47, ey. Oh, ach, da ist er ja. Hallo. Tja. Oh, der sieht so gemein aus. War schon cool, ne? Komm hierher. Soll schön Level-Ups kriegen. Oh yeah, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch mal ganz fleißig am Streicheln. Na gut, ja, das ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir einen zweiten haben. Hallo. Nö. Aber sein Plus 1 ist weg. Vielleicht hat das auch nur bedeutet, dass er jetzt getamed ist. Aber da springen jetzt zwei Spinnen durch die Gegend. Cool. Ja, das ist gar nicht cool. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Ravager, der uns verteidigt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, so hat er keine Chance gegen die. Nee, noch nicht, noch nicht. Also, ich meine, weißt du, selbst das große, starke, tanky Tier hatte keine Chance. Ach, wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich bin hier beim Ravager und guck ihn an. Du himmelst ihn an. Ich meine, aber ganz ehrlich. Ja, das ist schon echt so ein kleiner Erfolg, ne? Ein großer Erfolg. Er ist zwar nur Level 2, aber den anderen, den holen wir uns beim nächsten Mal. Und ey, stell mal vor, wenn wir die züchten können. Ja, er muss ja nur männlich sein, der andere, ne? Richtig. Das wäre schon ziemlich geil. Mhm. Ach ja, na dann. Ja gut, das war's erstmal für heute, würde ich sagen, ne? Erfolg, ja, dann die nackte Frau verabschiedet sich. Tschüss, ich würde ja winken, aber ich weiß nicht wie. Warte mal, das würde sich wahrscheinlich hier so, guck mal. So kann ich vielleicht winken. So sieht das fast so aus wie winken, oder? Ich weiß auch nicht mehr, wie man winkt. Oh, das ist schlimm. Konnte man das überhaupt? Das will ich irgendwie kennen. Boom.
Wozu? Ach so, doch, natürlich kann man das. Der andere hat uns ja auch zugewunken. Der Typ. Weißt du noch? Ja. Wie hieß der nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit E, glaube ich. Er kann pfeifen. Ah ja, toll. Der nackte Zero. Der nackte Mini-Zero, so. Na dann, Leute. Hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal ein Stück weiterkommen, noch ein paar Level machen, den nächsten Ravager kriegen, nicht von zu vielen Tieren angegriffen werden, damit wir einfach in Ruhe unsere Sachen machen können. Die sollen alle wegbleiben. Ja, und dann vielleicht auch in dieser Staffel noch etwas weiterkommen. Wer weiß. Ciao. Tschüss. Ja, somit ist der letzte Stream quasi beendet und wir haben am Wochenende mal wieder gestreamt und ich habe einen kleinen Fehler gemacht und zwar habe ich die kompletten 2 Stunden und 40 Minuten, die wir gestreamt haben, bis ich aufgenommen habe, sie gestreamt hat, habe ich gelöscht. Ihr fragt euch sicherlich, Zero, wie hast du das getan? Warum löscht du plötzlich deine Aufnahme von 2 Stunden und 40 Minuten? Nun, ich habe für euch das Ganze rekonstruiert und so lief das quasi ab. Ich habe hier auf meine Rohdateien geklickt, habe dann die Datei gewählt, die ich schneiden wollte und dann plötzlich habe ich gemerkt, scheiße, es wurde Vollmond und ich bin retarded geworden und habe es in den Papierkorb geworfen. Und dann war es weg. Ja, und dann steht halt, die Datei ist zu groß für den Papierkorb. Möchten Sie sie endgültig löschen? Und was habe ich gedrückt? Ja! Ich weiß nicht, warum ich jage. Keine Ahnung! Ich bin dämlich! Ich verstehe es selber nicht. Ich habe ja gedrückt. Und ja, im Endeffekt ist jetzt die komplette Aufnahme weg von 2 Stunden und 40 Minuten, weswegen gestern keine Folge kam. Ich habe jetzt Reggie Stream runtergeladen und ich werde ihn jetzt so zusammenschneiden, dass ihr die wichtigsten Sachen erfahrt, was passiert ist. Bei mir war natürlich wieder viel Action. Reggie ist natürlich zu Hause geblieben, deswegen war es jetzt nicht so spannend in ihrer Aufnahme. Aber ich habe das halt wirklich so zusammengeschnitten, dass ihr so ein bisschen erfahrt, was ich gemacht habe. Ja, ich schneide jetzt die 2 Stunden 40 in 3 Folgen und dann streamen wir am Sonntag nochmal von vorne. Also, viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Ark Survival Evolved mit Zero One Up zusammen. Hi! Ja, hallo! Wir haben im letzten Stream, beziehungsweise in der letzten Folge, den Ravager getamed. Ja. Wir haben doch gar nicht seinen Statuswert angeguckt. Er hat ziemlich viel Gesundheit. Wir haben jetzt einen Punkt frei. Ich mache das jetzt mal einen auf Gesundheit und dann gucken wir, wie viel Leben er dazu bekommt. Ja. Ah, gut, 26 Leben ist jetzt nicht der Hit, aber eine immerhin. 26? Hallo? Das ist 50% von dem, was er schon hat, oder nicht? Nee, er hat 450 Leben gehabt. Ach so, ja, okay, stimmt. Ich habe irgendwas von 49, ja, egal. alles wird gut. Aber hey, immerhin. Ich meine, 500 Leben. Und wir müssen die Dodos irgendwie, keine Ahnung, die sind extrem laut, finde ich. Ja, die sind voll nervig. 500 Leben. Und ich meine, so ein Raptor hat 240 auf Level 28. Tja. Nur, damit du mal den Vergleich hast. So, abgesehen davon, ich kann nicht streichen. Wollen wir jetzt eigentlich vor allem auch weiterfarmen? Ja, also ich würde mich erstmal um den Schmelzofen kümmern, den brauchen wir ja. Und dann irgendwie, ich würde sagen, wir müssen erstmal versuchen, irgendwie Metall hinzukriegen, damit wir leichter und schneller farmen können. Ja gut, stimmt, ja. Wie wollen wir denn Metall hinkriegen? Ich weiß nicht, ich sehe da hinten ganz, ganz viel Kristall. Ja, aber Kristall hat ja nichts mit Metall zu tun. Ja, aber Kristall war sonst immer in der Nähe von Metall. Ich glaube, du kannst es hier nicht mit der Insel vergleichen. Also, so gerne, wie ich das auch machen würde, so sehr, wie ich das unterstützen würde, aber ich glaube, das geht nicht. Nein. Oh. Was? Ich habe schon wieder gepfiffen. Ich hab halt zum Schluss Kingdom Come Deliverance gespielt und da läuft man mit B.
Und hier kannst du mit B alle rufen. Ja. Ja gut, aber mit B laufen ist doch irgendwie auch seltsam. Auch so schneller laufen, meinst du? Ja. Ja, okay. Da ist unser Trampeltier. Ja, unser Trampeltier. Ach Gott. Der hat bestimmt noch mehr Leben. Aber ich meine ganz ehrlich, ey, wenn der Ravager, der hat schon vor allem schon wieder ein Level, ne? Ja. Ja, wollen wir den hinlegen? Ne, ich würde ihm erstmal ein bisschen Leben geben. Okay. Weil ich glaube, das ist ganz gut, wenn die Viecher erstmal ordentlich Leben haben. Hm, ja, stimmt. Nahkampfschaden hat er 115,2%. Ja, das ist ja kein Vergleich. Das Problem ist, die haben halt alle einen Grundangriffsschaden und der wird dann prozentual erhöht. Das also heißt, du kannst es mit anderen Dinos nicht vergleichen. Schade. Dein Skorpion hat übrigens auch schon wieder 3 Level. Hast du irgendwie. Ja, mach mal Leben. Mach ja? Leben. Der, ach so, der, wobei der ist ja schon Level 37, okay. Der hat 834 Leben. Ja, normalerweise ist der mit halt immer irgendwo in der Nähe. Ich meine, man muss es halt nur finden, ne? Hm. Tja. Ich frage mich, warum du diesmal keine Spoiler hattest. Was mit Metall? Ja. Weil, als wir auf der Insel waren, haben wir ja gleich die Leute gespoilert. Ja, weil es kein DLC ist und jeder die Insel hat. Ja, okay, stimmt. Okay, das, ist erleuchtend, ne? Ja, erleuchtend vor allem. Erleuchtend. Nicht einleuchtend, sondern erleuchtend. Ja. Mr. Skandal. Freundin verarscht, Ausländer. Was? Was? Wer? Ist doch so. Nein? Ich bin nun mal kein Deutscher, ja? Oh. Ach komm, weißt du wirklich die 2 Jahre? Das zählt nicht. So. Ich würde echt gerne irgendwie auf eine Expedition gehen. Ich meine, ich habe sowieso jetzt nichts mehr, weil ich tot bin. Hm. Und dann könnte ich mal gucken, ob wir irgendwo Eisen finden. Vielleicht in den hinteren Gebieten irgendwo. Das kann gut sein. So. Bevor wir den Stream gestartet haben, haben wir so abgemacht, was wir so heute machen wollen. Wir wollen das Haus bauen und so, ne? Stream startet, Zero stirbt, bin er von der Expedition. Ja, also so schnell können sich Sachen ändern. Oh, 78 Leder, nehme ich. Ich komme zurück. 78 Leder? Was? Wo hast du das gefunden? Ja, so ein Strahl halt, ne? Ah, cool. Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Cool. Oh nein. Was? Nein, bring das Leder zu Hause. Hör auf. Mach nicht sowas. Was auch immer du tust, nein. Ich laufe. Ich weiß nicht, was mich angreift, aber irgendwas greift mich an. Ein Skorpion. Achso, es war ein Skorpion. Ich schlafe ein. Also bist du tot. Und das Leder ist weg. Ja, aber ich. Nein, ich bin nicht so weit weg von zu Hause. Ich hol's mir gleich. So, okay. Dann möchte ich gerne als nächstes lernen. Betäubungsfeil. Nice. Ah, die Werkbank hätte ich machen sollen. Egal. Mach ich Metallspitzhacke. Und dann nächstes Level. Ach ja. Schlimm, bei den Bären musst du echt am Wasser bleiben, ne? Wenn du Bären isst. Wieso? Du weißt nie genau, welche richtig Durst verursachen, welche nicht. Doch. Woran? Die Weißen. Ja, das weiß ich jetzt auch, ja. Die sind voll gemein. Die sind eigentlich ganz gut. Wenn du bewusstlos wirst, also wenn dich ein Tier angreift, was dir Betäubung verursacht, dann kannst du weiße Bären essen und dann verschwindet die Betäubung. Ach so. Okay. Das ist steht doch da, dass die. Deswegen darfst du die weißen Pilze auch, die weißen Bären auch nicht den Tieren geben, wenn sie bewusstlos sind. Weil da steht ja auch, dass du davon aufwachst. Nur so, damit du Bescheid weißt. Ich dachte, Ravager hätte ich in die Ecke gepackt. Der steht da einfach nur. Bedrohlich. Der lässt sich nicht in die Ecke packen. Denkt sich so, ne. Naja, solange er da nur rumsteht, er wandert ja nicht mehr. Er steht einfach nur da, ganz stur. Ja. Ich bewege mich hier nicht weg. Natürlich.
Im Gegensatz zu den erstmal bleiben. So. So, kurz mal die Umgebung scannen. Ich sehe da einen Raptor, okay. Oh nein! Ich glaube das nicht! Was? Willst du was, mich was? Verarschen? Ich habe einen Baum gefällt. Ich habe nichts anderes gemacht, außer den Baum gefällt. Geh weg! Stego greift dich an oder was? Lauf mir weg. Nee, nicht der Stego, das andere große Vieh. Mann, ich habe nichts gemacht. Ist doch scheiße. Der Parasa. Ja. Ich bin schon da. Willst komme. Hä? Okay, jetzt lässt du mich wieder in Ruhe. Toll. Ich komme zur Rettung, er lässt dich in Ruhe. Aber hast du Angst vor mir oder was, Parasa? Er kommt wieder auf dich zu. Ah, ich glaube auch, ey. Der sieht noch so ein bisschen böse aus, ne? Nee, alles gut. Sicher? Hast du noch den getroffen oder was? Ja, na bestimmt. Aber das Ding ist, wo ist mein Raptor? Der ist hier hinten. Oh, Gott sei Dank. Okay, dann ist alles gut. Bist du ein dummes Ding, ey. Du siehst, jetzt habe ich mir vor Angst in die Hosen gemacht. So, ich werde jetzt nämlich anfangen, Betäubungsfeile zu farmen und dann hole ich mir die ganzen krassen Viecher. Dann kannst du dich erstmal ein bisschen um den Boden kümmern. War mir klar. Was, du, damit du das Level einholst, hallo? Nee, du schwörst dich die ganze Zeit. Das Level. Weißt du, und dann war ja klar, lässt du mich wieder alleine damit. Nee, nein, okay. Alles gut. Ah, ich habe Hunger. Du, wenn ich Hunger habe, kann ich doch nicht denken. Oh nein, du hast mich jetzt nicht gesehen, Carlo, oder? Hör auf damit. Hör auf die Dinosaur-Naut anzulocken. Nein! Hör auf mich zu sehen, Carlo. Bitte einfach auf mich zu sehen. Ich existiere eigentlich nicht. Es ist nur deine Fantasie. Ach Mensch. Bist du weit okay, weg von der... Okay, ich glaube, er ist zu fett, um durch die Steine durchzukommen. Okay. Bist du weit weg von der Basis? Oh, geht. Ja. Weil ich meine, mein Raptor ist Level 40. Ich glaube, ich könnte damit zurechtkommen. Nö, ich bin schon losgeworden, ich bin weggelaufen. Achso. Weglaufen ist mal das Beste. Ich kriege das noch in diesem Stream hin, dieses verdammte Floß zu bauen. In diesem Stream? Niemals. Nie. Wie lange haben wir schon? Eine Stunde. Ja, easy. Challenge accepted. Was ist denn los, Alter? Ich hoffe, ihr glaubt alle an Zero, dass er das schafft.